Hey, guten Morgen. Guten Morgen. Es ist noch super früh. Also es geht eigentlich. Jetzt haben wir 8:30, aber wir sind super früh aufgestanden, sind total aufgeregt. Ihr wisst vielleicht aus dem letzten Video, es steht was sehr, sehr Aufregendes für uns an. Deswegen sind wir auch so ein bisschen, wie ihr merkt, durcheinander. Ich habe auf jeden Fall uns 2 Chai Latte für den Weg gemacht. Gleich seht ihr uns im Auto. Wir blenden jetzt unbedingt noch ein paar Videos für euch ein vom ersten Kennenlerngespräch mit dem neuen Teammitglied von Wine & Love. Wir haben uns für eine Kandidatin entschieden, die wir gleich auch wiedersehen, und wir nehmen euch jetzt erstmal mit auf den Weg. Wir sind im Auto, wir sind heute ein bisschen im Zeitdruck, obwohl es ein Sonntag ist, aber ich denke, wir schaffen es pünktlich, oder? Es sieht gut aus. Hier ist Carlo. Erstmal geht's nach Köln, kurzer Abstecher bei Carlos Eltern. Dann geht's weiter. Du gehst ganz schön krass in die Kurven, mein Lieber. Lass uns racen. Wir sind halt ein bisschen ein Eil, aber nein, wir fahren nicht so schnell, keine Sorge. Es ist draußen diesig, nicht so schön wie beim letzten Termin. Beim letzten Termin hatten wir Sonnenschein. Oh, das perfekte Wetter. Seit Monaten gefühlt die Sonne nicht gesehen und heute wird man geblendet. Aber es ist perfekt für den heutigen Tag. Frühlingssaft. Es ist wirklich wie Frühling. Und dabei haben wir den 2. Januar. Stimmt's? 2. Januar ist heute. Mhm. Ja, das Jahr startet mit frühlingshaften Temperaturen. Beglückt uns mit der Sonne. Ich habe gerade vergessen, ob wir dann zum jetzigen Zeitpunkt, wenn das Video jetzt eingeblendet wird, schon euch gesagt haben, worum es eigentlich geht. Haben wir? Also in dem Video, was jetzt davor angekündigt wurde, mein Gott, das fühlt sich an wie Inception, haben wir quasi gesagt, heute ist der erste Arbeitstag des neuen Teammitglieds. So. Und dann macht alles Sinn. Dann macht Sinn. Glaube ich. Wir sehen das ja beim Editieren, ob es Sinn macht. Wir hoffen auch, dass es dem neuen Team bewusst ist, was es für eine große Verantwortung dann ist. Ja, aber guck mal, wir haben den 2. Januar, wir haben... heute kommt ja auch das neue Video raus. Also wenn ihr es noch nicht geschaut habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Ja, der Channel wächst und gedeiht, und wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung, das Ganze irgendwie zu handeln, weil wir ja nicht nur diesen YouTube-Kanal betreiben, sondern eben auch sehr, sehr viele andere Projekte machen. Da brauchen wir jetzt so ein bisschen Unterstützung, und da sind wir sehr froh, dass wir heute dieses Kennenlernen haben, wo wir den oder die, wir können nicht verraten, kennenlernen. Uns ist die Ausstrahlung besonders wichtig. Natürlich auch das Know-how. Ja, ja? Gut, ohne Know-how und Skills, ohne richtigen Skills geht es natürlich nicht. Skills sind wichtig, aber man kann auch viel lernen, und die Ausstrahlung, das muss einfach Klick machen. Ja, das muss auch einfach passen. Weißt du, wir sind ja sehr seriös, und das sollte auch auf der anderen Seite so sein. Wir sind wirklich sehr ernst. Und sehr ernst und seriös, und dann darf das auch niemand zu Verspieltes sein, ne? Also es muss schon... Das muss schon jemand sein. Muss auch ernsthaft zu Sachen gehen. Sehr richtig ernsthaft und das Ganze auch ernst angehen. Ja. Und das professionell ist uns sein, wichtig. Seriös. So wie wir. So wie wir. Ja, ja. Auch aufpassen, ne? Also ich habe auch gehört, auch gerade heutzutage, ne? Zu feuchte Nasen geht gar nicht. Jetzt hast du es verraten. Jetzt hast du es verraten. Nein. Und jetzt steigt die Spannung immer mehr. Wir sind richtig aufgeregt. Also ich kann für mich sprechen auf jeden Fall. Ich habe gerade einen kleinen Kaffee getrunken. Also ich reagiere ein bisschen empfindlich auf Koffein irgendwie. Und wenn ich dann ein bisschen was davon trinke, dann bin ich direkt, ja, so wie ich jetzt eben bin und rede wie ein Wasserfall. Bist du aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt. Ihr habt ja noch keine Ahnung, was auf euch zukommt. Ja, das neue Teammitglied kommt auf euch zu. Das neue Teammitglied kommt auf euch zu. Um 11.40 Uhr sollen wir da sein. Und ich habe es noch nicht so ganz realisiert. Ich auch nicht. Ich hoffe, ihr seid auch aufgeregt. Guck mal, da ist ein richtiger, wie nennt man das nochmal? Ein Honigkuchen. Ein Honigkuchenpferd, wie es im Buche steht. Ein Honigkuchenpferd. Guckt ihn euch an. Stop it. 9 Minuten. Stop it. Okay, gleich seht ihr mehr, wir sind gleich da, und dann werden wir die Geschichte auflösen, wo wir hinfahren und wer das neue Teammitglied ist. Bis gleich. Damit das Video jetzt auch noch ein paar relevante Themen für euch hat und es um Geige geht, möchte ich noch auf ein paar Kommentare von euch eingehen, die ich super lieb fand und die ich interessant fand. Eins war von Kitty Plays. Danke erstmal für deinen Kommentar. Sie sagt, ich hatte vor, Geld zu sparen, eine Geige zu kaufen, aber ich hatte Angst, dass ich das nicht lernen kann. Aber jetzt habe ich dich getroffen, werde mit dir lernen. Das hat mich so gefreut, und bitte an alle von euch, die in irgendeiner Form denken, sie sind zu alt, es ist zu spät, mit der Geige anzufangen, wenn das ein Traum von euch ist und ihr es wollt, dann fangt an.
Denn natürlich als Kind hat man die Vorteile, dass man noch jung ist, vielleicht schneller lernt. Aber als Erwachsener hat man den großen Vorteil, dass man wirklich bedacht an die Sache rangeht, sich seiner Verantwortung bewusst ist. Und wenn man wirklich die Übung einplant, dann hat man die besten Chancen, noch tolle Fortschritte zu machen. Als Beispiel, ein Schüler von mir, der ist mittlerweile über 60 und hat mit seiner Enkeltochter angefangen. Spielt seit, glaube ich, 8 oder 9 Jahren ungefähr jetzt Geige und spielt Mozart, Violinkonzert, andere Sachen, weil der so viel übt und so dabei ist. Das heißt, wenn ihr das wollt, wenn ihr euch eurer Verantwortung bewusst seid, dann startet auf jeden Fall. Und ich bin natürlich super glücklich, euch auf der Reise zu begleiten. Dann habe ich einen super lieben Kommentar von Isabella D. Isabella, ich freue mich immer von dir zu hören, weil du immer so lieb auch schreibst. Du sagst, liebe Lili, ich habe so große Freude mit diesem Playalong. Herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Erst dachte ich, kein Problem, aber das Tempo, das du vorlegst, ist schon eine Herausforderung. Gar nicht so einfach, Energie auf die Saiten zu bringen. Die Orchestermusik ist auch wunderschön, danke. Wenn du merkst, dass es zu schnell ist, gar kein Problem. Ich würde sagen, üb das auch mit Metronom. Denn die Begleitung, die ich verwende, ist ja auch praktisch wie ein Metronom. Alles ist praktisch ganz rhythmisch im Tempo. Dann würde ich vorschlagen, nehmt euch erstmal Metronom, übt das Ganze langsam, auch erstmal wieder viele Stellen wiederholen, die ihr nicht könnt. Denn manchmal macht man den Fehler und übt das Stück nur im Durchgang und geht gar nicht auf die einzelnen Takte ein, die nicht geklappt haben. Und dann hat man das Problem, dass man immer wieder an der gleichen Stelle rausfliegt. Also versucht erstmal die Stellen abzusichern, dann mit Metronom in einem langsameren Tempo. Dann tastet ihr euch über die nächsten Tage oder Wochen immer Schritt für Schritt an das Tempo, das im Original gespielt wird, heran. Und dann sollte es auch eigentlich kein Problem mehr sein, mit mir zusammen mitzuspielen. Dann habe ich noch einen super lieben Kommentar von Tabula Rasa. Sagt, hi, also mein Resümee zur Challenge. Übrigens, ich hatte mit Tabula Rasa eine kleine Challenge gemacht, denn ich hatte verstanden, dass du die Noten noch nicht richtig kannst. Dann habe ich gesagt, okay, komm, nimm dir jetzt mal die nächsten 3-4 Wochen vor und üb mal so und so die Noten. Und es scheint auch geklappt zu haben. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, Notenlesen klappt jetzt schon wesentlich besser, auch wenn ich mich manchmal noch an den Noten, die drunter und drüber sind, orientiere. Finde ich natürlich super. Jetzt frage ich mich halt nur, wie ich das am besten auf das Griffbrett übertrage. Also es ging darum, dass ich gesagt habe, okay, Noten lernen bedeutet auch Noten lesen, also nur optisch mit den Augen und dann die Finger, die man eigentlich spielen muss, sprechen. Das heißt, dass man praktisch alles im Kopf klar ist. Der nächste Schritt ist natürlich jetzt, wie bekomme ich diese Klarheit aus dem Kopf auf die Finger übertragen, dass es auf der Geige auch klappt. Im Prinzip machst du jetzt so weiter. Du sprichst nach wie vor die Finger und setzt die Finger an die richtige Stelle, beim Zupfen zum Beispiel, ja? Oder nur mit der linken Hand, ohne erstmal zu kontrollieren, nur damit praktisch die Verbindung hergestellt wird. Und im nächsten Schritt kannst du es dann eigentlich normal und richtig spielen. Wenn es immer noch an manchen Stellen hapert, wie vorhin gesagt, gerne öfters einen Takt wiederholen, dann mit dem jeweils nächsten Takt verknüpfen, dann erst die ganze Zeile machen. So müsste es eigentlich relativ schnell dann auch funktionieren. Tabula Rasa spielt Gitarre, ne? Tabula Rasa spielt Gitarre. Ich habe mich letztens nämlich vertan. Beim Beantworten der Kommentare habe ich es kurzzeitig vergessen. Jetzt weiß ich es wieder. Und bei der Gitarre ist es ja auch so, da zupft man ja, ist zum Glück kein Bogen, muss sich nicht darum kümmern, aber es sollte funktionieren, dass du einfach die Finger dann beim Sprechen mit auflegst. Mich würde mal interessieren, ob es neben Leuten, die Gitarre spielen, auch andere Instrumente hier auf dem Kanal gibt. Stimmt. Sag mal Bescheid. Was spielt ihr für ein Instrument? Alle Geige oder was anderes? Kommen wir zum nächsten Kommentar. Regina fragt, danke für das Video mit den vielen Tipps. Noch eine Frage, wie heißt die App für die Noten? Die Noten-App heißt Fourscore-App, benutze ich auf meinem Tablet schon mittlerweile seit, glaube ich, 2 Jahren und bin sehr zufrieden damit, weil ich da auch immer meine Fingersätze, Striche eintragen kann und man sich eine ganze Bibliothek von Noten anlegen kann. Also Fourscore heißt die App, kann ich auch gerne noch mal in der Videobeschreibung verlinken. Dann habe ich noch einen super tollen Kommentar von Bex. Beck sagt, ich wollte schon sehr, sehr lange Geige spielen lernen, habe aber immer gedacht, dass es dafür zu spät ist. Ich dachte immer, dass man das als Erwachsener kaum mehr lernen kann. Diese Woche habe ich endlich den Mut gefasst und mir online eine Schülergeige bestellt. Seither habe ich mir deine Videos angeschaut und so viel neuen Mut. Ich kann es kaum erwarten, mit Lernen anzufangen. Vielen Dank, Beck. Also sowas, du merkst ja, macht mich total glücklich. Ich glaube, Carlo auch. Carlo ist auch total glücklich. Ja. Ich finde es wunderbar, wenn ihr mir sagt, dass ich euch den Mut gegeben habe, endlich anzufangen, denn ihr müsst ja auch so denken, wenn ihr einen Traum habt, den ihr nicht erfüllt, dann werdet ihr irgendwann bereuen, nicht damit gestartet zu haben. Und was ist dabei? Ich meine, kauft euch die Geige, fangt an und ihr werdet schon sehen, wie es läuft. Wenn ihr mit einem guten Plan rangeht, wenn ihr mit Motivation rangeht und euch immer bei Laune haltet und auch wisst, dass es Momente geben wird, wo es auch schwierig sein wird,
und darauf gefasst seid, dann wird die gesamte Reise einfach total schön sein. Und wenn es so ein Traum von euch ist, dann macht es unbedingt. Dann habt ihr so viel für euch getan. Und zum letzten Video von Halleluja, zum Playalong, habe ich auch so einen lieben Kommentar bekommen von Heike Messina. Sie sagt, so schön ist es, mit dir mitzuspielen und ich merke, wie ich mutiger werde mit dem Bogen. Dadurch komme ich mehr aus mir heraus. Bitte noch mehr solche Playlongs von dir. Ganz lieben Dank, liebe Heike, das freut mich total. Und tatsächlich ist das auch eigentlich meine Idee und mein Wunsch gewesen für diese Playalongs. Denn es gibt natürlich viele Playalongs da draußen, aber ich wollte euch einen Playalong liefern oder mehrere natürlich, wo ihr den richtigen Klang, den ihr auch erreichen wollt, ja, dieses Klangvorbild immer im Kopf habt und mit mir zusammen praktisch spielt und genau das passiert, dass ihr euch immer mehr versucht anzupassen, nach dem Klang zu suchen, einen Klang zu entwickeln und auch eine Idee für einen Klang praktisch zu bekommen. Das ist super wichtig. Und dann mehr und mehr aus euch herauszukommen und eurem Ziel näher zu kommen. Insofern, wenn das funktioniert, bin ich total glücklich. Es kommen definitiv mehr Playalongs. Wir haben schon einige aufgenommen, die in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder gepostet werden. Carlo muss noch ein bisschen editieren. Der hat ja noch ein bisschen Spaß dran. Wir kriegen ja jetzt bald Unterstützung. Wir kriegen ja bald Unterstützung, wo wir beim Thema wären. Auf jeden Fall erstmal ganz lieben Dank euch allen für die tollen Kommentare. Und jetzt geht's. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir noch 10 Minuten, haben wir das Ja, treffen. Ich bin gespannt, ich bin begeistert, dass ich so die Worte gut rausbekommen habe, weil jetzt gerade merke ich gerade wieder, wo wir eigentlich hinwollen und werde wieder da aufgeregt. Ja, 11.47 Uhr. Okay. So, jetzt können wir wieder off-topic gehen. Jetzt gehen wir off-topic. Ich glaube, ihr habt jetzt genug Geigen-Content gehabt, jetzt geht's weiter. Alles klar. Okay, ich kriege jetzt so ein Dauergrinsen im Gesicht. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß nicht, wann ich in meinem Leben das letzte Mal so aufgeregt war. Mein Gott. Okay, ich kann mal sehen, was ihr nicht sehen könnt. Ich raste auf. Mein Gott. Ich bin so weit. Mein Gott. Ja, du kennst mich schon. Ja, komm. Ich weiß, wer du bist. Ich mag deine Jeans, ne? Ja, die reißt auch an meiner Jeans. Die ja. Haben richtig Krallen, ne? Ja, klar. Ja, ich will lieber bei dir sein, ne? Du bist ein Schoßhund, oder? Richtiges Schoßhündchen. Mein Gott. Ja? Neues Teammitglied? Ich glaube schon, ne? Sagt. Warte. Ja. Hi, Jenny. Und habt ihr mich vermisst? Lama ist auch da. Lama ist auch da. Jonas. Hallo. Hi. Oh, du kleines süßes Ding. So, es ist jetzt also schon Tag 3, wo Juni zu Hause ist. Also das ist Juni. Juni ist ein Mini-Australian-Labradoodle und sie ist jetzt 8,5 Wochen alt. Stimmt's? Mhm. 8,5 Wochen. Und
Ihr habt ja gesehen, wie wir sie praktisch abgeholt haben und wir waren so aufgeregt und wir können es eigentlich immer noch nicht gar nicht richtig fassen, dass sie jetzt endlich bei uns ist und hat uns bisher schon echt so viel zum Lachen gebracht und sehr glücklich gemacht. Also die erste Nacht war ein bisschen anstrengend, da ist Carlo mal aufgestanden, jedes Mal, wenn sie ein bisschen gefiept hat, aber die letzte Nacht hat sie praktisch durchgeschlafen. Das war total entspannt. Sie war aber zum Glück auch schon an die Box gewöhnt, deswegen war das echt alles gut. Jetzt müssen wir natürlich ganz viel lernen. Also ich glaube, genauso wie sie uns kennenlernen muss, müssen wir sie natürlich auch erst kennenlernen. Und sie ist aber total lieb und manchmal ein bisschen verrückt. Jetzt gerade haben wir mal Geige spielen ausprobiert und geguckt, wie sie darauf reagiert. Können wir vielleicht auch mal eine Kleinigkeit einblenden für euch. Da war sie ein bisschen wild. Und ich glaube, sie wusste noch nicht so ganz genau, was sie von der Geige halten soll. Aber es ist ja wichtig, dass ich sie dran gewöhne. Stimmt's? Ja. Bist du aber wieder ganz lieb und ruhig. Achso, es war offen, ne? Es war offen. Die ist so schlau. Okay, mal gucken, wie sie jetzt damit ruhige. Also wir waren da vor Ort und beim ersten Treffen, das habt ihr auch jetzt schon gesehen, war es so, dass da praktisch 9 Welpen gesessen haben und ich hatte total Angst, dass ich schaffe, einen auszuwählen und Carlo auch. Also das war wirklich meine größte Sorge, dass ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Und tatsächlich war ich auch total überfordert, als ich dann da saß und wir kamen mit einer anderen Familie praktisch als erste rein, weil wir schon seit super langer Zeit auf der Warteliste standen, seit anderthalb Jahren oder so. Genau, kamen wir dann rein und sollten dann aussuchen und die Züchterin meinte dann, ja, die oder die wäre vielleicht die beste für euch und dann hat Carlo einfach eine rausgegriffen und das war dann hier die kleine Juni und dann sind wir mit ihr in so ein Pavillon gegangen und haben erstmal geguckt, wie sie auf uns reagiert und am Anfang hat sie total gezittert und hatte total Angst und wusste gar nicht, was los ist, aber nur für ein paar Minuten, ich glaube danach war alles in Ordnung und dann ist sie sofort... Sie hat sofort wohlgefühlt in deinem Schoß, ne? Genau. Dann blenden wir jetzt auch mal ein paar Videoaufnahmen dazu ein. Genau, dann könnt ihr sehen, wie das erste Treffen war. Ja, und ich war total direkt verliebt und wusste dann so, als sie auf meinen Schoß geklettert ist und dann so geseufzt hat und dann so einfach entspannt hat, da wusste ich, okay, das ist die Richtige für uns. Und sie hat uns praktisch auch dann eigentlich so gezeigt, dass sie uns auch gerne mag und dann war das klar. Und dann mussten wir noch 2 Wochen warten, weil dann war sie erst 6 Wochen alt, als wir sie das erste Mal getroffen haben. Und jetzt vor 3 Tagen praktisch sind wir angekommen und waren eigentlich noch aufgeregter als beim ersten Treffen, weil wir wussten, wie sie schon aussieht. Und jetzt hatten wir Sorge, dass sie vielleicht vertauscht wurde und wir die falsche mitkriegen, aber sie ist halt die hellste aus dem ganzen Wurf. Und mit den dunklen Öhrchen kann man auch wirklich nichts vertauschen, insofern hat auch alles geklappt. Und da hat sie uns dann schon erwartet. Und dann war natürlich die erste Hürde die Autofahrt. Und war ja klar, dass natürlich was passiert und wir direkt im Stau stehen. Also wir standen, glaube ich, seit 2 Jahren gefühlt nicht mehr im Stau, aber genau an dem Tag standen wir eine Stunde im Stau. Aber sie war so ruhig und hat die ganze Zeit geschlafen und gekuschelt und war total entspannt, hat kein einziges Mal gefiebt. Total gelassen. Also ein Roadtrip-fähiger Hund. Ein Roadtrip-fähiger Hund, was für uns ja sehr wichtig ist. Ihr wisst ja, dass wir super gerne mit dem Auto verreisen. Insofern war das auch wichtig, dass sie es auch gut verträgt. Und dann ist uns was passiert. Dann sind wir nämlich ausgestiegen, kurz bevor wir nach Hause gekommen sind und mussten sie einmal Pipi machen lassen. Das hat auch funktioniert. Sie hat das gemacht wie ein Profi. Also an der Leine direkt hingesetzt, Pipi gemacht, steigen ins Auto zurück. Ich denke so, boah, was riecht das hier auf einmal so? Juni, weißt du das? Nein, ich bin selber reingetreten in einen Haufen. Nicht von ihr. Könnt ihr mal sehen, sie ist ein kleiner Profi und ich beim ersten Mal Gassi gehen, tritt selber rein. Wem ist das sonst noch passiert? Euch auch? Ich hoffe, dass ich nicht die Einzige bin. Auf jeden Fall seht ihr ja, sie ist total gelassen und ein super süßes Hundchen. Also wenn man ihr in die Augen guckt, ihr habt den totalen Hundeblick. Und sie hat ja dadurch, dass sie so eine hell pigmentierte Nase hat, so eine braune Nase, auch helle Augen. Also sie hat praktisch aktuell grüne Augen. Und die können sich natürlich noch verändern, aber mal schauen, in welcher Weise. Ihre Mama hat so bernsteinfarbene Augen. Also es wird auch spannend zu sehen, wie sich da entwickelt.
Und alles in allem sind wir ein Herz und eine Seele, kann man schon sagen. Sie ist uns am Anfang gar nicht von der Seite gewichen, immer hinterhergelaufen. Also wenn wir das Zimmer verlassen haben, ist sie sofort hinterhergedackelt. Und aktuell ist es so, dass sie sich auch ein bisschen traut und auch mal ein bisschen alleine dann auch bleibt. Und dann kommt sie nochmal hinterher. Und ja, sie fühlt sich wohl. Wie man sieht. Jetzt wäre unsere Frage an euch. Habt ihr vierbeinige Freunde? Habt ihr Erfahrung mit Hunden, mit Welpen? Wie reagieren eure Tiere, ob jetzt Katze oder Hund oder was auch immer, vielleicht Meerschweinchen, Hamster, auf die Geige? Habt ihr da irgendwas gemacht, um die speziell daran einzugewöhnen? Also ich habe ja, wie gesagt, vorhin einfach mal probiert. Also 2 Tage lang haben die Tür einfach mal zugelassen. Und sie hat dann durch die Tür schon mal die Geige wahrgenommen, wenn ich geübt habe. Und Carlo hat in der Zeit gearbeitet und sie hat dann im Körbchen gelegen. Und dann haben wir heute eben zum ersten Mal sie dazugeholt. Und ich habe mal ein paar Töne angespielt und geguckt, wie sie reagiert. Dann habe ich ein bisschen mehr gespielt und mal geguckt, was sie macht. Sie war heute, wie gesagt, ziemlich wild, ist auch mal ein paar Mal abgehauen dabei und wollte anscheinend das dann nicht hören. Einmal hat sie zwischendurch sogar ein bisschen mitgesungen, würde ich fast sagen, also so gefiept, aber sehr melodisch. Also ich glaube, sie ist ein sehr musikalischer Hund. Ist auch echt so klar, dass ich das sage, ne? Dass sie musikalisch ist. Aber es muss ja so sein. Aber ansonsten läuft alles wie geschmiert. Und sie träumt. Sie hat geschmatzt. Ja. Willst du nicht Hallo sagen? Sag mal Hallo. Ja. Sag mal Hallo zu deinen neuen Freunden. Die ist völlig fertig. Ich bin total müde. Ja, wir haben heute viel gemacht. So viel heute kennengelernt. Komm mal die Geige. Ein kleiner Löwe. Wirklich ein kleiner Löwe. Bye. Bis zum nächsten Mal.